Wir sind wieder zurück bei GTA Online und hallo Dennis. Hallo Dominator. Komm mal zu gehört, Tee. Wir springen heute aus dem Helikopter. Hey Leute. Hier ist Elo Trinks. Oh, wie geil, guck mal das Panorama da hinten. Ja, ich glaube, ich springe an. Ich glaube, ich bleib hier oben. Ja, oder? Die ganze Folge lang. Jetzt wollen wir uns unterhalten. Und wie geht's dir, Tobi, so? Ah, ich spring, komm. Ja, super. Wie springe ich denn? Mit Viereck. Oh, A-Team, ne? Ich hab früher mal geguckt, eine MacGyver, ey, wo MacGyver aus dem Kaugummi eine Bombe gebaut hat. MacGyver war eh der Beste. Aber Chuck Norris verstehe ich gar nicht, warum der so gefeiert wird. Ich finde Hans Zapper eigentlich viel interessanter. Am besten ist Wilfried Boni, Alter. Was hat er? Ist nicht, das ist ein Spieler bei Manchester City Spieler mittlerweile. Das ist ein Schwarzer und der geht fast steil. Warum, was macht er denn? Weiß ich nicht, der sieht aber lustig aus und rockt die so, weißt du? Was macht denn? Der sieht lustig aus. Ja, oh, was ist los? Nein, ich spiele, nein! Oh, doch nicht. So, wer jetzt sagt, warum hat der denn Jobs? Wir nehmen das hier gerade relativ früh auf. Um 7 Uhr morgens. Ich komme da nicht. Ja. Und deswegen, oh, das waren nur 5 Punkte. Und deswegen machen wir hier den ein oder anderen Job heute mal. Also natürlich. In dieser Session und in den nächsten Folgen, also übermorgen, können wir gucken, ob wir eine Challenge machen können. Also wenn ihr Challenges habt oder Jobs, die ihr selber erstellt habt, gerne ruhig in die Kommentare posten. Und wenn ihr Jobs erstellt, bitte in den Titel Hashtag Mafuyu reinschreiben. Ich muss außerdem mit dem Curry noch das Dings auflösen. Dieses Dude-Duell, was wir da hatten. So eine Szene. Kommt noch. Der Curry kriegt neue Zähne. Guck mal, selbst der Tobi, der eigentlich nicht so viel bei DayZ mitzockt, überhaupt gar nicht mitzockt, kennt Problematik eines Kevins. Ich bin voll am Abkacken gerade, ey. Wie viele Punkte hast du denn? 30. Oh Gott, Tobi, ernsthaft, könnt ihr jetzt schon hier beenden und bin besser. Okay, ich habe nur 5 bekommen jetzt gerade. Was ist der, ey? Bin ja mal gespannt, wie GTA 5 auf dem PC läuft, ne? Kacke. Meinst du? Weiß nicht. Wenn's überhaupt irgendwann mal auskommt. Du hast eine 970er eigentlich, ne? Was denn? 970er Grafikkarte. Ja, ich glaube. Dann dürfte es, glaube ich, richtig gut bei dir laufen. Weiß ich nicht. Da kann man ja mal sagen, die Jungs von Hightech, die kennt der ein oder andere, ja, die haben den Tobi und mir einen PC gestellt. Ja. Habe ich ja schon mal erzählt. Und mir wurde ja letztens unterstellt aufgrund von YouTube. Ich möchte ganz kurz noch feststellen, klarstellen, dass ich die Jungs ja schon seit PlayNation schon seit, glaube ich, 2 Jahren oder so kenne. Also ist diese Aussage völlig für den Popo. Ja, ich bin aber denen sehr dankbar dafür. Vielen Dank und schöne Grüße an den Thomas, der da alles immer einfädelt, kann man ja mal sagen. Und dank des Thomas habt ihr eben diese Videos, die dann hochqualifiziert von der Qualität quantitativ auf dem Kanal laufen. Hochqualifiziert, hochqualitativ, was ist los? Motherfucker! Alter, ey. Ich hab noch versucht, irgendwie die Kurve zu kriegen, aber irgendwie... Oh Gott, nein, ich lande zu früh. Ja, toll, Tobi. Nein! Super. Genius. Ich halte mich aber noch oben. Nee, warte, läuft, läuft. Da geht noch was. Wie viele Punkte hast du denn? 125. Oh, knappe Kiste, ne? Ja. Ah, Edward. Ich muss noch bei meinem Twitch unbedingt... Fuck! Unbedingt ein Tobi-Smiley machen. Yo! Das geschafft. Geil, geil. Das war auch schon eine neue Folge GTA Online. Nein, Scherz. Bei mir ist irgendwie die Animation hingeblieben, okay. Wir gucken uns jetzt noch Tobi an, wie der oben wie ein Engelchen durch die Luft schwebt. Mit seinem Putin-Fallschirm. Oh, jetzt ist er konzentriert. Und jetzt wieder schaffen. Oh, 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 oh. Oh, ja, Mann. Sehr gut, Tobi. Erster. Ja. Aber ich bin Erster. Was? Ich bin mitten in der Mitte gelandet. Ja, aber ich habe 190 Punkte. Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Bei mir hängt er da gerade irgendwie noch in der Animation rum. Wir haben Updates. Money, money, money! Mal gucken, wie viel Geld ich jetzt haben kann. Du bist Zweiter. Nee, guck mal hier, Tobi. Komm. Guck mal hier. Ficken! What? Ja! Ach, da macht Spaß. Nee. So. Aber guck mal, der nur 4300. Wie viel Geld? Geld. Wie viel Geld? Wie viel Geld? Ich denke immer nebenbei an den Curry, deswegen verspreche ich mich jetzt auf. Wie viel Geld hast du denn auf deinem Konto eigentlich? Ich weiß es nicht, ich guck mal. Ja, du solltest aber erstmal einen Daumen hoch machen hier, ne? Oder Daumen runter, je nachdem, wie du den Job fandest. Hm.
Man weiß es nicht, ob der Tobi einen Daumen hoch oder runter gemacht hat. Ich habe einen hochgegeben. So, Wie er lachen wollte, aber es gar nicht lustig war. Mut zur Lücke! Ich sag nix. Geh nach A! So, Moment. Oh Gott. Ey. Gibt's denn kein Rennen? Komm, wir machen mal hier Tauch ab ins Mittelmeer. Ach, der Lichtermeer. Mittelmeer. So, so ein Mittelmeer. Ich muss echt mal mehr Standardjobs machen, ne? Die hab ich alle noch gar nicht gemacht. Man muss den Stream von Battlefield Hardline dafür geguckt haben, um diese Witze zu verstehen, liebe Zuschauer. Ich komm da immer noch. Oh Gott. Wie tief bist du gesunken, Alter? Ey. Oh, okay. Nichts dafür, der arme Kerl, ey. Wenn Hitler so eine Stimme gehabt hätte. Boah, ich hoffe, du machst mit so einer Stimme. Es gibt ja so einen Engländer, der macht ja GTA-Videos, der heißt Lispy Jimmy. Lispy Jimmy heißt der. Kenn ich nicht. Der redet immer so. Ich finde ja Lispeln nichts Schlimmes, ne? Tim Melzer und so. Aber bei dem ist das auch schon krass. Der soll mal Anti-Chocken sagen. Tsunami-Alarm, Alter. Boah, wir sind so gemein, ne? Also an alle Leute, die das gerade gucken und lispeln, nehmen das nicht so ernst. Ist nicht böse gemeint. Wir haben auch Behinderungen. Ja. Ohne Scheiß. Wobei, ne, Lispeln ist ja keine Behinderung. Das kann man ja sogar trainieren, dass das weggeht, ne? Ich wüsste da jemand, der das mal vielleicht anwendet. Nee, das war so geil einfach. Nee, egal. Der Moment einfach, wo der Tobi das gehört hat. Und wer bist du denn denn, ey? Oh. Mein Dude, ne? Ja. Wie man hört, wie er seinen Controller so basht. Aber es ist echt so, also wenn ich mit dem Curry aufnehme, bin ich nicht so böse eigentlich. Aber wenn ich mit dem Tobi aufnehme, stoßen so zwei dunkle Fronten aneinander. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Findest du? Ja, nee. Ich fand ja lustig, als du das Bild da gepostet hast mit diesem Popcorn. Und dann stand der da drunter. Stand der da irgendwie Alu Akbar, ne? Ach so, ja, ja, ja. Wie der ausgerastet ist da eine. Hä? Wo kommst du denn her? Du bist falsch gefahren. Ich geh doch geradeaus weiter. Und jetzt ein Checkpoint von? Checkpoint Charlie? Nee. Warst du schon mal in Berlin? Nee. Oh. War doch schon mal. Mehrmals. Das ist eine schöne, also nicht so eine schöne Stadt, aber man kann da ruhig mal hin. Ist Markus besucht oder was? Die Innenstadt, was? Ist Markus besucht oder was? Ja, ja. Oh ja, Prozente bei Social Center gewonnen. Boah! Hör mal, Alter. YouTube wieder. Geh nach A! Das war einfach, ne? Tobi ist mal wieder keine Herausforderung. Oh, wer ist Esther? Natürlich die Eidl-Traut! Yo! Ey! Nee, Dennis. Ja, das war ja einfacher als gedacht, ey. Fresse, ey. Komm mal lieber zu Tee. So. Wie findest du eigentlich den Bronzebier? Er ist ein cooler Typ, muss ich sagen. Ja, ne? Kann man machen. Ich mag Nordlichter sowieso, von daher. Der ist ein richtiger Ofenrutscher, der Typ, ey. Bisschen durchgedreht, aber sonst ganz gut. Fand den immer lustig. Kommt der morgens so auf Teamspeak, sag ja, Bronze, lass mal Dings aufnehmen. Jo. Fängt er an so zu essen, Cornflakes, ne? Sag, was ist da? Ja, Cornflakes. So, mittags sagt er, ich esse jetzt was. Sag ja, was denn? Was hast du denn geholt? Ja, ich esse Cornflakes. Dann war ich so 2 Stunden weg vom PC oder länger sogar, komme ich wieder. Ist er wieder am Essen. Sag, was ist denn? Ja, Cornflakes. Sag, hast du auch was Richtiges gegessen? Ne, das ist mein Mittagessen. Sagt er so, weißt du? Hey, was ist das denn? Titi-Twister. Was? Guck mal, Titi-Twister, Tobi. Was ist das denn? Da steht nur als Beschreibung, was? Hä? Was ist das denn für ein Rennen? Bestimmt hat er irgendwie so einen Test gemacht, ist voll unfertig jetzt, pass auf. Oh Mann. Weißt du, ist ja der Leno, ne? Der kann ja kein GTA Online mehr spielen. Der hat sich für 400 Euro eine PS4 gekauft. Und hat seine Mutter gesagt, hat die PS4 aus dem Netzwerk geschmissen. Und gesagt, sie hat Angst, dass Sony ihr Netzwerk bei WLAN, also das WLAN-Netzwerk hackt. Und jetzt kann er nicht mehr online spielen. Das ist wirklich kein Scheiß.
geht mit der Mutter, was ist das für ein Crack, wenn die das da easy hinkriegt, dass er die PS4 da kicken kann aus dem Netzwerk. Die ist so fertig, die Alter, ey. Vor allem, weißt du, er freut sich jedes Mal so, wenn wir Daisy aufnehmen, so mit Sarazau und so. Er ist dann voll dabei, voll die geilen Ideen. Und dann sind wir kurz vor der Aufnahme, zieht die Mutter den Internetkabel, so weißt du. Und sein WLAN ist dann weg. Warum macht man sowas? Wie scheiße ist die, Alter? Echt, der tut mir, also wirklich jetzt, egal ob wir mal Späßchen machen und so, aber der tut mir halt in der Hinsicht mega leid, so weißt du. Der will einfach nur so sein Ding machen und wird ständig daran gehindert. Ne, und keine Ahnung. Also nicht, was ihr das bringt. So. Keine Ahnung, ja. Boah, hier sind so viele neue Autos, ich weiß gar nicht, wer es nicht nehmen soll, ey. Weil wir haben ja mit dem Leno auch mal GTA Online gespielt und so, und da haben sich ja viele gefragt, wo der wieder ist. Ja, ne, hab ich ja allerdings beantwortet. Also, wenn ihr dem Leno mal was Gutes tun wollt, holt euch seine Mutter. Ja, oder schickt ihm einfach alle so 1 GB WLAN-Stick jeden Tag, so, weißt du. Hör auf, das machen die Jungs noch. Ja, die Mädels. Jungs, wie die Twister. Was ist das? Ich versteh's nicht. Was ist das? Was ist A? Was hast du da für eine Karre genommen? Ja, mein Jetster, Mann. Mein Jetster. Jetster, ich glaube, ein bisschen Jetster Mexikaner. Was ist das denn hier mit Sportwagen über einen Grip hier oder was? Hier wieder eine pinke Karre. Wo ist eigentlich deine alte, Mann? It's down and out. Ach, hast du dir wegen der Xbox, wegen der PS4-Version einen neuen Charakter gemacht? Ja. Nee. Hä, und den hast du schon auf Level 70? Nee, der ist nicht neu. Weil du hattest doch immer eine Frau. Ja, aber du kannst ja doch einen neuen Charakter machen. Und dann bist du trotzdem im gleichen Level noch? Ja. Was? Das wusste ich nicht. Aber ich vermisse die Chantal schon, muss ja, ich du sagen. Du weißt ja, ne, dass du bei der PC-Version auch dein, dass du zweimal transferieren kannst jetzt, ne? Ach, geht das jetzt doch? Ja, haben die jetzt doch bestätigt. Ja, wäre auch sinnlos gewesen, wenn nicht, ganz ehrlich. Aber ob das dann alles wieder so funktioniert, du kennst das ja, ne? Also auf der PS4 ging es ja auch reibungslos. Ja, ja, aber wir hatten ja das Glück, dass wir GTA Online einen Tag vor Release hatten schon. Und daher konnten wir das alles ganz easy machen. Und viele hatten ja danach Probleme. Ja, das stimmt, ja. Also wir waren ja von diesen Serverproblemen gar nicht betroffen am Anfang, weißt du? Mhm. So. Nee. 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 Das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Abwarten, du Lappen. Ja, ey, war nix, ne? Hab die Kurve verpasst. Ich auch, Alter, scheiße. Wie er voll Aggression war, mich von der Kurve bumsen wollte. Abwarten, Tobias. Irgendwann ist auch mal gut hier, ne? Wenn mich Tobias nennt. Dennis Horst wert. Ey, der zweite Name. Ja! Den sollst du doch nicht nennen. Ja, tut mir leid. Was? Was ja gar nicht viele wissen, der Curry heißt ja mit zweiten Namen, der ist ja Kevin Sebastian, ne? Aber der hat das noch nie erzählt. Echt nicht? Nee. Kevin ich wusste Sebastian. Das. Doch, ich wusste das, stimmt. Doch. Dorissen. Nein, mein Witz. Dorissen. Der heißt gar nicht. Die Tür ist gerissen. Der hat gar keinen zweiten Namen. Ich red mich immer so auf, wenn er sagt, die Tür ist los. Also statt der sagt, die Tür ist auf, weißt du? Sagt er mal, die Tür ist los. Warum los? Ja, ja doch, los von dem Dingens da, von in der Wand. Ja, aber wer sagt denn los? Ah, der kommt aus, wo kommt der her? Kleve, ne? Alles gesagt. Aber der Bernie ist der Beste, sein Vater, Alter. Ich werde das nie vergessen, das kann man ja mal erzählen, wie die vor dem Hotel standen. Also bei der Gamescom war das aber so. Aber war der Vater auch dabei? Ja, ja. Nee! Du hast den Bernie in echt schon gesehen? Ja. Nee. Ich muss mal dazu sagen, das war bei der Gamescom und da haben wir halt für Curry auch ein Hotel und sowas geholt über die Firma. Da bin ich mit dem Walle hingefahren, weil wir das halt direkt dort bezahlen mussten mit der Kreditkarte. So. Und da stand ungelogen die ganze Familie von Curry, inklusive Bruder und Freundin vom Bruder und Schwester und was weiß ich nicht alles. Ach so, die standen alle da? Die standen alle da. Oh Mann, und ich war nicht da, was? Und die Mutti war dabei und der Papa und voll stolz halt auf ihren Kevin so, dass er das mit YouTube und so voll süß einfach. Oh geil. Oh. Und der Vater macht da so mega die Witze und die Butter dann noch so zum Balle. Guck mir, dass der Jabo jetzt frühstückt, ne? Aber das ist der Bernie. Alter, der Bernie, der ist ja auch bei TTT im Stream und so schon immer dabei gewesen ab und zu. Ach was? Ja, ey, der Vater, ohne Scheiß, der Vater vom Curry ist einmal der coolste Fahrer, so, Fahrer, der Vater, weil der nämlich einfach so, der setzt sich dahin, der hat keine Ahnung, was er machen muss, aber der macht's einfach so, weißt du? Ja, der ist vollkommen unbefangen, so, ich finde das auch cool. Die waren doch echt nett, also Familie Dorison immer der. Warum kommen denn da die Freundin vom Bruder mit und alles? Ich weiß, keine Ahnung, die waren halt voll stolz so, das finde ich aber cool. Ja, aber auf dem Curry kann man doch nicht stolz sein. Nee. Halt, nee. Typen,
den wir aus Mitleid so hochgezogen haben. Boah, jetzt wird's aber böse, ey. Ich gehe mir noch an die Gespräche mit dem Waller dann. Ja, eigentlich können wir das nicht machen, die Firma kein Geld, aber der Junge tut mir so leid, ey. Der kann immer in diesen karierten Hemden rumlaufen. Nein, alles Scherz. Aber der war eigentlich schon ein guter Witz, fand ich. Der war schon hart, der war an der Grenze, aber er war gut. Hart, aber gut. Nein, Curry, wenn du das siehst, ne, du weißt ja, ich liebe dich und deine Zähne. Aber was mich beim Nein! Curry richtig aufregt, der hat einmal bei mir gepennt, so, ne? Und dann hat er seine Schuhe ausgezogen. Ey, das hättest, voll du nach Guantana- hättest du in Guantanamo... Ja, als Waffe, Biowaffe einsetzen können. Das hat so... Alter, ohne Scheiß. Das war so krass. Ja, da, es gibt Leute, die damit echt Probleme haben, die da aber auch überhaupt nichts für können, so, weißt du? Ja, aber Junge, der soll mir seine Gandalf-Schuhe draußen stellen. Ja, nichts gegen Gandalf, Alter. Gandalf. Gönn dir, ey. Aber wie lang ist dieses Scheißrennen, Alter? Ey, das erinnert mich an so an einem Rennen, The Crew, ne? Da sind wir, das Rennen ging irgendwie 64 Kilometer, glaube ich. Und da sind wir schon 45 Minuten gefahren. Ja, gewonnen! Und das war so krass. Und dann ist bei 45 Minuten, also ich hatte die Hälfte vom Rennen fertig, 32 Checkpoints von 64. Und dann ist bei der 45 Minuten ist das Spiel abgestürzt. Na, aber alles umsonst. Geil. Alter, das, also Ubisoft, was ihr da gemacht habt, ne? Ich euch nie verzeihen, ey. So, guck mal hier, Money. Ja, toll, ey, für das ganze lange Rennen hier so wenig Geld. Also The Crew ist auch so ein Flop gewesen, ne? Ne, ist ein cooles Spiel, finde ich, aber ich finde allein, dass die Autos nicht mal Rückspiegel haben bei einem Rennspiel. Ob, ne? Also. Ja, ja. Und ich meine, klar, die Welt ist einzigartig, muss man echt sagen, wie groß sie ist und so. Also, das gibt es in keinem Game. Aber, man hätte da mehr, allein optisch, hätte man da mehr rausholen können. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange geht diese Folge schon? Ja, die ist, glaube ich, so langsam am Limit, ja. Ja, Leute, das war eine neue Folge. Geht hier online, dann danke fürs Zusehen. Curry, wenn du das Video siehst, ich liebe dich, das weißt du doch. Und Major liebe ich natürlich umso mehr. Und vielen Dank den alten Hobby-Terroristen und danke an den Tobi, der dabei war. Und vielleicht sehen wir uns dann übermorgen bei einer neuen Folge geht hier online wieder. Schaltet ein, habt Spaß und ja, es gibt auch mal hier und da einen geht hier online Livestreamer wieder in nächster Zukunft. Einfach mal gucken. Kennt ihr die Seiten, Facebook und so ein Kram. Und vielleicht überrede ich den Tobi mal dann, dass er sich nackt mit der Facecam auf einem GTA und ein Auto regelt. Hochqualitativ Cock-Cam. Und quantitativ. Tschüss. Hochqualifiziert war das. Genau. Tschüss. Tschüss.